An was denkst du, wenn du das Wort beten hörst? Das ist so deine erste Assoziation, dein erstes Bild, der erste Gedanke. Was kommt? Vielleicht denkst du, oh no, beten, ich sollte öfter beten. Das ist ein schlechtes Gewissen. Oder du denkst, ah ja, lass sein, so fromm bin ich dann auch wieder nicht, also überlasse ich dann lieber das Beten, überlasse ich den anderen. Vielleicht denkst du an die Kirche, an gefaltete Hände. Vielleicht sagst du auch, ja, beten, wie geht das eigentlich? Was ist das eigentlich? Wir befinden uns ja in der Lehrserie am Donnerstagabend, Lehre uns zu beten. Und ich möchte euch heute mit hineinnehmen in das Thema und drüber nachdenken. Erstens, was Gebet, was geistliches Leben eigentlich ist. Was ist geistliches Leben? Zweitens, welche Feinde gibt es? Was steht dem geistlichen Leben, dem inneren Leben entgegen? Und dann drittens, ganz konkret schauen, ja, wie können wir eigentlich beten? Wie, so ganz einfach, so ganz simpel, so ganz normal. Wie könnte es gehen? Denn im Grunde, im Wesentlichen geht es Jesus nie um irgendeine religiöse Pflichterfüllung, um irgendwie ein Durchbeten oder ein Abbeten von Listen oder so. Das ist Jesus nicht so wichtig. Im Grunde geht es ihm eigentlich immer um Beziehung und um Begegnung. Und deswegen habe ich den Titel für den Vortrag auch gewählt, der Ort der Begegnung. Die Bibel unterscheidet ganz, ganz häufig innen und außen. Ich male mal als Symbol hier so einen Kreis hin. Das soll das symbolisieren, dieses Innen und dieses Außen. Gott sagt an verschiedenen Stellen, du, mir geht es eigentlich viel mehr um das Innere. Mir geht es gar nicht so sehr um das Äußere. Zum Beispiel, vielleicht kennt ihr die Geschichte, als David zum König berufen wird, zum König gesalbt wird, da ist er noch ganz jung. Das sagt Gott, die Menschen sehen, der Mensch sieht, was außen ist. Gott sieht das Herz, Gott sieht das Innere. Jesus spricht an einer anderen Stelle darüber, dass nicht das, was in den Menschen hineinkommt, ihn unrein macht, Essen oder so, sondern all das, was aus dem menschlichen Herzen hinauskommt, das macht den Menschen unrein. Und für das Innen mit Gott wählt die Bibel ganz häufig so dieses Bild, diese Metapher, fast ein Bildergeflecht von Garten, von Weinberg, von Pflanzung, von Gewächs. Du kannst von vorne bis hinten die Bibel durchlesen. Du findest überall diese Bilder von Garten und Wachstum. Fängt an in Genesis, später wird Israel als Pflanzung des Herrn bezeichnet. Im Hohelied, in dem schönen poetischen Buch, gibt's diese Frau, die einerseits wie ein verschlossener Garten beschrieben wird, gleichzeitig hütet sie aber auch so den Weinberg und das Weingut. Jesus spricht an ganz vielen Stellen in Gleichnissen über den Weinberg, über die Reben, die am Weinstock sind. Also dieses Bild von Garten, das zieht sich durch und meint immer auch das innere Leben, das geistliche Leben. Und das möchte ich mit euch heute mal einfach anschauen und beleuchten und rausfinden, was das eigentlich meint. Es gibt in der Bibel ganz am Anfang, ihr weiß es, wo wird das erste Mal von einem Garten gesprochen? Genau, ja, Genesis, Schöpfungsbericht in Eden, wir schauen uns das mal an. Gibt es diese wunderschöne Erzählung, dass Gott den Menschen erschaffen hat und ihn in einen Garten hineingesetzt hat. Ist einfach cool, oder? Irgendwie Gott macht so einen Garten und setzt dann den Menschen dann so hinein. Und dann heißt es, er pflanzte einen Garten in Eden im Osten und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und der Herr, Gott ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung. Ich will dich fragen, an was denkst du, wenn du Garten hörst? Was kommt dir da in den Sinn? Also wenn ich Garten höre, denke ich zuerst an unseren Garten. Hier bei uns im Neubaugebiet, das ist ein paar hundert Meter weit entfernt, das sind so 40 Quadratmeter, top idyllisch gelegen im Neubaugebiet. Und da steht ein Trampolin drin, da ist ein Grill, da mähe ich ab und zu einen Rasen. Nicht allzu oft, aber ab und zu. Ja, es sind Kinderspielzeuge drin, es sind auch Räder. Und wenn du bei uns in den Garten reinkommst, hast du eher so das Gefühl, du bist auf so einem schlammigen Trampelpfad, weil unsere Kinder, unsere Kids mit den Bikes da durchpflügen. Also, das ist unser Garten. Ich weiß nicht, wie deiner aussieht. Aber was die Bibel meint mit Garten, ist nicht unser Neubaugebiet Garten, sondern eher sowas hier. Im Orient, also im Nahen Osten zu der Zeit, als die Bibel entstand,
gab es so ähnliche Gärten. Das ist jetzt nicht ein ganz, ganz uralter Garten, es ist ein Garten, der ist in Persien. Aber so die damaligen Gärten kann man so ähnlich vergleichen. Im Nahen Osten, das ist, da ist ein anderes Klima, da ist es heiß, da ist es manchmal stickig. Das ist eine Wüstenregion und so ein schöner, blühender, strahlender, duftender, üppiger Garten wächst da nicht einfach so, sondern den muss man anlegen und der muss bewässert werden. Kurze Frage, wer konnte sich denn solche Gärten leisten? Was waren das denn für Leute? Genau, meistens waren es reiche Leute, Könige. Königspaläste hatten so parkähnliche Anlagen. Für was denn eigentlich? Zum Lustwandeln, genau. Zum Lustwandeln. Da ist man reingegangen und ist, ja, hat sich einfach an diesen Gewächsen erfreut und hat sich erholt. Man hat aber auch Gäste empfangen. Also wenn dann ein hoher Staatsbesuch kam, auch ein bedeutender König, dann wurde auch der König im Garten empfangen und die beiden Könige haben sich unterhalten und einfach diese wunderschöne Zeit gemeinsam im Garten genossen. Das geistliche Leben, oh, so kann auch ein Garten aussehen. Auch so. Oh, ja, schön angelegt. Der wächst hier nicht direkt um die Ecke, ist ein bisschen weiter weg. Wenn es um Gärten geht, Gärten waren damals auch ein Ort der Begegnung und genauso ist dein Leben, dein geistliches Leben, dein innerer Ort ein Raum für Begegnung. Und so wie die Gärten damals ein Ort für Begegnung waren, ist das menschliche Herz, ist dein Herz ein Raum für die Begegnung zwischen Gott und dir, zwischen Gott und Mensch. Ich schreibe hier mal in den Kreis, innerer Garten hin, ist der innere Garten, darum geht es heute. Der innere Garten. Und das ist ein Garten, da wächst dann auch vielleicht so ein Bäumchen oder eine Blume. Kann man hier so hinmalen. So. Also ein kleiner Baum. Eine Blume kann man auch noch hinmalen. Das ist eine große Blume im Vergleich zu einem kleinen Baum. Ja, genau. Besonders gut gezüchtet. Was macht jetzt so ein Garten aus? Ich möchte euch gerne 5 Merkmale geben, was so ein Garten, einen inneren Garten ausmacht, aber im Hinblick auf diesen Garten, den wir hier in Eden sehen. Erstens, dieser Garten, den du gerade gesehen hast, ist kein Acker. Ist kein Acker. Was ist der Unterschied zwischen Acker und Garten? Ein Garten ist schön und auf den Acker gehst du, um zu ackern, um zu arbeiten. Da ist Stress, da ist Leistung, da ist Schweiß. In den Garten gehst du nicht zum Ackern. In den Garten gehst du nicht, um dir einen abzureißen, sondern gehst du rein, um dich zu erholen. Um Lust zu wandeln, haben wir gerade gehört. So ein Garten hat nicht unbedingt so einen Zweck, so einen Nutzen wie ein Acker. Also ein Acker, wo du Kartoffeln anbaust, da müssen irgendwann Kartoffeln auch hervorkommen. Sonst ist der Acker nutzlos, kannst du wieder verkaufen. Ein Acker hat einen Nutzen, hat einen Zweck, hat eine Ausrichtung, ein Garten nicht so sehr. Das ist genauso ähnlich wie im geistlichen Leben, wie das Gebet. Das Gebet muss nicht unbedingt einen Nutzen haben. Schreib mal hin, unverzweckt. Der Garten, der innere Garten, ist unverzweckt. Also es geht nicht so sehr um Funktion und es fragt auch nicht nach Nutzen. Der Garten darf zweckfrei sein. Und wir haben es gerade gehört, er ist auch schön. Es hat auch was mit Schönheit zu tun. So ein Garten ist schön. Und Leute, das ist absolut bedeutsam. Das ist nicht nur irgendwie so trivial beim Vorbeigehen. Das ist wirklich bedeutsam, dass Gott den Menschen nimmt und ihn in einen schönen Garten setzt und nicht in eine Werkstatt oder Fabrikhalle oder in eine Höhle zum Steine aushauen oder irgendwie auf einen hohen Berg oder sonst wohin, sondern in den Garten. Geistliches Leben, dein geistliches Leben, dein Gebet ist nichts, was hart sein muss. Nichts, was total anstrengend sein muss, wo du dir einen abreckern musst, sondern es darf schön sein, es darf dir Freude bereiten. Garten, der Garten Eden, was heißt Eden? Eden übersetzt heißt Freude, Wonne.
Adam wird von Gott in den Garten der Freude gesetzt. Ja, was passiert in so einem Garten? Wir haben es gerade schon ganz kurz angerissen. Das Wesentliche, das Zentrum von diesem Garten, den wir vorher gesehen haben, ist Begegnung. Das ist die Bedeutung davon, sich zu begegnen. Das ist ein Ort der Begegnung. Ich schreibe Ort der Begegnung hin. Der Garten damals war der Aufenthaltsort Gottes. Der Garten, es war der Ort, wo Gott gewohnt hat, wo Gott erfahrbar war. Und Gott setzt Adam hinein mit der Absicht, dass sie sich begegnen, dass sie Austausch haben, dass sie sich kennenlernen, dass sie miteinander im Gespräch sind. Und so wie dieser Garten Schauplatz ist für Begegnung zwischen Gott und Mensch, ist auch das menschliche Herz, ist auch dein Herz dieser Schauplatz für die Begegnung mit Gott. Ich glaube, dass es stimmt. Ich glaube, dass es wirklich stimmt, dass Gott nicht schwer zu finden ist. Gott ist nicht schwer zu finden. Du kannst dir die ganzen alten Kirchenlehrer, die Mystiker, kannst du dir anschauen und mal ein bisschen reinstöbern. Augustinus oder Bernhard von Clairvaux, Therese von Avila, die kommen alle ziemlich schnell auf den gleichen Punkt zu sprechen, und zwar, dass Gott nicht allzu schwer zu finden ist, sondern der Mensch, ich oft halt nicht so richtig anwesend bin, oft nicht ganz da bin, abwesend bin. Es ist so krass, weil Adam sündigt und er versteckt sich. Gott geht auf die Suche nach ihm und versucht, ihn zu finden. Gott versteckt sich nicht, er ist leicht zu finden. Es gibt von Augustinus einfach so ein schönes Gebet, oder vielleicht ist es auch ein Gedicht, ich möchte euch das gerne vorlesen. Augustinus war ein römischer, gebildeter Gelehrter, und der hat sich relativ spät erst bekehrt, ist relativ spät zum Glauben gekommen und hat aber auf seinem Weg ganz viele Philosophien ausprobiert und überall gesucht nach der Erleuchtung und hat sie letztendlich bei Jesus gefunden. Und er schreibt dann, er betet: Spät habe ich dich gefunden, du Schönheit, immer alt und immer neu. Und sieh, du warst in mir, ich habe dich aber draußen gesucht. Du warst bei mir, doch ich war nicht bei dir. Oder Bernhard von Clairvaux sagt, der Weg zu Gott ist nicht weit. Gott ist nicht weit entfernt. Du musst ihm nur bis zu dir selbst entgegengehen. Bis zu deinem Herzen. Dort ist Gott zu finden. Adam und Eva haben durch die Sünde diesen Garten verlassen müssen. Wurden rausgeschickt. Aber Gott hat durch die Erlösung und den Heiligen Geist, der in uns wohnt, in uns eine Stätte bereitet, der wie ein Garten ist, wo er wohnen möchte. Und deswegen können wir dieses alttestamentliche Bild von Garten sehr wohl anwenden auf unser heutiges geistliches Leben im 21. Jahrhundert. Dieser innere Garten ist ein Ort der Begegnung. Das ist das dritte Merkmal. Das vierte Merkmal. Immer, wenn in der Bibel von diesen Pflanzungen, von diesen Worten Garten die Rede ist, von Wachstum, von Weinberg, spricht die Bibel auch immer davon, dass aus diesem Garten was rauskommt. Was kommt aus diesem Garten raus? Ich will es euch zeigen. Das heißt, Gott ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung. Schon mal das Erste. Und dann geht es weiter. Und ein Strom, also ein Fluss, Wasser, geht von Eden aus, um den Garten zu bewässern. Geht es noch weiter. Er teilt sich dort in vier Arme und fließt hinaus. In diesem Garten der Schönheit entspringt ein Fluss. Also das heißt, der bleibt nicht da. Der geht da raus. Der geht weiter, der fließt. Und bewässert das Umland und macht es fruchtbar. Und dieses Bild von Fruchtbarkeit ihr könnt es einfach rausfinden, ist immer gebunden an dieses Bild von Garten und Wachstum. Ein bekanntes Beispiel, ich möchte euch noch eins zeigen. Im Psalm 1 geht es auch um Fruchtbarkeit.
Psalm 1 ist sozusagen, also der erste Psalm ist das Eingangstor hinein in die Psalmen. Und die Psalmen waren oder sind das Gebetsbuch der Juden. Damit beten die Juden. Und damit fängt der Psalm an, oder ja, Psalter an. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Spötter, also der nicht so lebt wie alle anderen letztendlich. Glücklich, gesegnet der Mann, der nicht so lebt wie die anderen, sondern seine Freude hat an der Weisung des Herrn, an der Tora, an den Gesetzen des Herrn. Der Beziehung hat mit Gott. Glücklich der Mann, er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Sorry, aber das ist eine Verheißung. Also schon gut. Alles, was er tut, gelingt ihm. Echt jetzt? Ja, okay. Also was ist das Prinzip? Prinzip ist, der Baum ist gegründet. Der Baum ist verwurzelt. Der Baum ist im Innen gefestigt und er ist gepflanzt an Wasser. Was ist die automatische Folge? Fruchtbarkeit. Ein Laub, das nicht verwelkt. Fruchtbarkeit im geistlichen Leben, Fruchtbarkeit in deinem geistlichen Leben ist nichts, was dich verkrampfen lassen sollte, wo du dich anstrengen musst. So ein Baum, der da im Wasser gepflanzt ist, wie angestrengt ist der denn, frage ich mal kurz. So ein Apfelbaum, so wenn der, wie angestrengt sieht der aus? Ja, manchmal schon so. Aber ein anderes Beispiel, Johannes 15, Jesus spricht, auch ganz bekannt, spricht davon, dass das Leben mit ihm ist wie die Rebe am Weinstock. Und er sagt, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so auch ihr, wenn ihr nicht in mir bleibt. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Es ist wieder das gleiche Prinzip. Aus dem Bleiben in Gott, aus diesem inneren Garten entspringt Fruchtbarkeit. Deswegen schreibe ich hin. Das vierte Merkmal, Fruchtbarkeit. Es entspringt eine Quelle. Mal hier auch noch so ein schönes Wasser hinmalen, Fluss, der da ausgeht. Es gibt aber noch ein fünftes und letztes Merkmal und jetzt wird es vielleicht ein bisschen unangenehm, denn Gott sagt dann auch an dieser Stelle in der Schöpfung zu Adam, er sagt, pass aber auf, pass auf den Garten auf. Also Adam bekommt letztendlich einen Auftrag. Er setzte ihn in den Garten, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Adam hat den Auftrag bekommen, den Garten zu bewahren. Und jeder, der schon mal irgendwas angebaut hat, egal was, ob es so ein kleines Kräuterschächtlein war oder im Garten versucht hat, Tomaten hochzuziehen, du weißt, dass alles ziemlich schnell wächst. Aber meistens nicht die Sachen, die du eigentlich willst. Das ist ganz klar, Unkraut kommt wahnsinnig schnell. Wirklich so. Schon mal ausprobiert? Versuch mal was zu pflanzen. Also was hundertprozentig kommt, ist die Sonne, der Löwenzahn, der Klee, irgendwelche Disteln und Dornen, das Gras wuchert, aber die schönen Rosen, die man sich wünscht, oder der Kirschbaum, den man sich so erhofft im Garten, der wächst nicht einfach so. Der kommt nicht einfach so. Den muss man schon bewusst einpflanzen. Das bedeutet, Gott überträgt Adam letztendlich eine Verantwortung, geistliche Selbstfürsorge zu betreiben. Geistliche Selbstfürsorge, was heißt das? Das Prinzip Selbstfürsorge bedeutet letztendlich, es ist nicht nichts Außergewöhnliches oder nichts jetzt total Tiefes, es bedeutet in der Psychologie letztendlich, sich die Zeit dafür zu nehmen, Selbstfürsorge, die Zeit für die Dinge zu nehmen, die dem Einzelnen, also die dir dabei helfen, gut zu leben. Sich die Zeit zu nehmen für die Dinge, die dir dabei helfen, gut zu leben. Und zwar auf geistlicher Ebene natürlich, auf der körperlichen, auf der gesundheitlichen, auf der emotionalen. Und ich glaube, das Prinzip ist uns
relativ klar vor Augen, wenn es um Ernährung geht oder wenn es um körperliche Gesundheit geht. Wir wissen, wenn wir 5 Monate lang uns nicht bewegen und nur Junkfood essen, okay, dann werden wir dick und krank. Das ist klar. Oder wenn wir einfach mal ein halbes Jahr nicht die Zähne putzen, ja, ist klar. Dann entsprechend sieht man dann auch aus. Das heißt, da ist auch eine gewisse Art von Pflege, von Selbstfürsorge notwendig und da hilft auch kein Gebet. Du kannst 6 Monate lang die Zähne nicht putzen und kannst so viel beten, wie du willst. Also wirst trotzdem schlechte Zähne bekommen, das ist ganz klar. Aber und das Prinzip im geistlichen Leben steht uns oft nicht so klar vor Augen. Denn wir denken ja, okay, wir sind mit Jesus unterwegs und glauben schon irgendwie an Gott. Deswegen ist das innere geistliche Leben, kommt eh automatisch. Stimmt leider nicht ganz. Es ist wahr, dieses Bleiben in Gott und dieser innere Garten ist ausgerichtet dafür, dass wir fruchtbar sind, aber wir müssen auch dafür sorgen, dass das Unkraut und dass die Dornen diese Saat nicht überwuchern. Jesus spricht an einer gewissen Stelle davon, dass es im geistlichen Leben so sein kann, dass die Saatkörner, die gute Saat, die ausgesät wurde, nicht zum Leben kommen kann, nicht wirklich in die Fülle kommen kann, weil Dornen kommen, die diese Saat zudecken und ersticken und nicht zur Reife bringen können. Wir lesen das in Lukas 8. Jesus sagt, die Saat, die unter die Dornen fiel, das sind die Menschen, die gehört haben und dann hingehen ins Leben, aber durch Sorgen, durch Reichtum, also da geht es um Sorgen und Money, da geht es um Kohle, einfach, ja, und Vergnügungen, also das ist Ablenkung, das ist Entertainment des Lebens, dadurch wird die gute geistliche Saat erstickt. Sorgen, wer hat sich schon mal kurz gesorgt? So einen kurzen Moment im Leben. Ja. Jeder von uns. Sorgen sind ganz normal. Jeder kennt sie. Einfach, dass man denkt, okay, jetzt könnte ich mich sorgen. Was denkt ihr über mich? Steht da vorne, erzählt was. Oder ja, was hat man noch so für Gedanken? Was denken die anderen Leute? Wie ist mein Stand? Wie ist mein Status? In welcher Hierarchie bin ich eingeordnet? Oder Sorgen, die Zukunft betreffen. Was kommt morgen? Wie wird es weitergehen in meinem Beruf? Werde ich gesund bleiben? Wie geht es mit meinen Kindern weiter? Hier der Konflikt in unserer Ehe, wie wird das ausgehen? Sorgen, wie wird es werden in der Ukraine? Ganz normale, ganz alltägliche Fragen, die wir uns stellen momentan. Sorgen sind normal und gehören auch zum Leben dazu. Und trotzdem sagt Jesus, sorgt euch nicht. Es ist eigentlich so widersprüchlich. Und wenn du ein bisschen so tickst wie ich, müsst ihr eigentlich auf so einen Satz von Jesus, sorgt euch nicht, ein lautes ja, aber, Jesus, ich verstehe dich nicht ganz, was meinst du? Sorg dich nicht, schau dich mal um. Das Ding mit Sorgen ist meistens so, dass die Sorgen, die wir uns machen, außerhalb unserer Einflusszone liegen, also außerhalb unserer Reichweite. Ich kann überhaupt nicht, habe keinen Einfluss darauf, was du über mich denkst. Schön wär's, aber geht nicht. Ich habe keinen Einfluss drauf. Was morgen sein wird mit meiner Gesundheit, ich habe schon einen gewissen Einfluss drauf, aber auch nicht im Letzten. Wie die politische Situation sein wird, ich habe sehr, sehr wenig Einfluss drauf. Ich kann dafür beten und entsprechend wählen, aber der Einfluss ist gering. Und das ist ja häufig so, dass das Kreisen, wenn wir uns sorgen, das Kreisen um die Grübeln und das Gedanken haben über die Themen, über die wir so wenig Einfluss haben, so wenig bringt. Ein bisschen ähnlich wie Mark Twain, Schriftsteller, geschrieben hat, hervorragend, gesagt, ich habe in meinem Leben unzählige Katastrophen erlebt. Die meisten davon sind nicht eingetroffen. Ja, geht es uns nicht auch manchmal so, dass wir uns vorstellen, was alles sein könnte, katastrophal uns die Bilder ausmalen und dann vergeht ein Jahr und wir merken, okay, war doch gar nicht so schlimm, wie erwartet oder wie befürchtet. Sorgen sind Feinde des geistlichen Lebens. Und deswegen weist uns Jesus darauf hin, diesen Dingen nicht allzu viel Aufmerksamkeit und Bedeutung zukommen zu lassen. Nicht allzu viel, denn all diese Dinge, die haben halt die Fähigkeit, unser Herz eigentlich wegzuziehen, genau von dieser Begegnung mit Gott, genau von dieser Nähe mit Jesus. Jesus spricht davon, von dieser heiligen Unbekümmertheit. So eine sorgloses Nicht-Kümmern. Er sagt, mach dir keinen Kummer.
Und er sagt, mein Reich, wenn du sagst, ja, aber wie soll das werden? Er sagt, ja, okay, mein Reich ist aber ein anderes Reich. Es ist nicht von dieser Welt. Und so wie du auf die Welt schaust, das ist nicht meine Perspektive. Meine Gedanken sind anders als deine. Und immer wenn du merkst, dass dich diese Sorgen eigentlich wegziehen aus diesem Ort der Begegnung, aus dieser Gemeinschaft mit Gott, ist es eine Einladung. Oder kann es eine Einladung sein? Es ist ein Hinweis, dass du wieder zurückkommen darfst an diesen Ort der Begegnung. Das waren jetzt Feinde. Ich möchte euch jetzt den Endgegner vorstellen. Den eigentlichen Feind des geistlichen Lebens. Seid ihr bereit? Seid ihr ready? Seid ihr also so weit, dass ihr sagt, okay, diesen Feind, den schaller ich so eine rein jetzt. Ja, okay, also ich, teilweise. Okay, ist okay. Ich stelle es euch einfach mal vor und ihr könnt danach sagen, also okay, voll übertrieben. Ich möchte euch jetzt den eigentlichen Feind des geistlichen Lebens vorstellen. Und vielleicht ist euch dieser Feind gar nicht so bewusst, weil er sich oft anders vorstellt. Dazu gibt es eine Geschichte und die Geschichte geht so. Es ist der Höhepunkt der britischen Kolonialisierung und ein Reisender landet in Afrika. Und dieser Reisende möchte so schnell wie es geht in den Dschungel landen. Möchte so schnell wie es geht in den Dschungel. Und um da schnell hinzukommen, chartert er sich, also mietet sich Träger, einheimische Träger, die seine Ausrüstung, sein Gepäck für ihn tragen. Und ja, sie machen sich auf die Reise und kommen vorwärts und nach dem ersten anstrengenden Tagesmarsch zu Fuß und nach der ersten unruhigen Nacht, ja, okay, steht er auf und will eigentlich weiterziehen, will weitergehen, will schließlich zum Ziel kommen und sagt auch zu seinen Trägern so, auf geht's Leute, jetzt geht's weiter, wir ziehen voran, wir ziehen jetzt durch den Dschungel. Aber die Träger, die bleiben sitzen. Die bewegen sich keinen Millimeter weiter. Und der Reisende versteht es gar nicht. Er versucht irgendwie die Träger zu motivieren und zu umschmeicheln und sagt, hey, was ist los? Also komm, auf geht's, wir haben noch eine Reise vor uns. Wir haben erst eine Etappe geschafft, es geht weiter. Und er versucht sie letztendlich ja, zu überzeugen, aber sie bleiben fest in ihrer Meinung, bleiben sitzen und es geht nicht weiter. Bis der Reisende tatsächlich dann einfach mal hingeht und fragt, warum? Warum geht es nicht weiter? Was ist los? Die Antwort der Träger war, sie warten darauf, dass ihre Seele ihren Körper einholt. Sie warten darauf, dass ihre Seele ihren Körper einholt. Das ging zu schnell für sie. Ihr äußeres Leben war schneller, als ihr Inneres überhaupt verstoffwechseln konnte. Unser Leben, unser hektisches Leben, unser hektischer Alltag ist genau das für unser geistliches Leben, was dieser Marsch durch den Dschungel für diese Dschungelbewohner war. Nur mit dem einen Unterschied, diese Leute wussten, was sie brauchen, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen, um wieder in Balance zu kommen. Wir wissen das oft nicht. Wir wissen das oft nicht. Und ich glaube, und ich kann es aus persönlicher Erfahrung sagen, dass der größte Feind des geistlichen Lebens ist der größte Feind des geistlichen Lebens Rastlosigkeit ist. Rastlosigkeit. Du kannst auch sagen, Eile, Hektik, permanente Betriebsamkeit, immer online, immer busy, immer am Start, immer alle Antennen nach außen, ein hohes Tempo. Ich glaube tatsächlich, dass ein Lebensstil von Rastlosigkeit Gift ist für den inneren Garten. Und ich kann es auch aus eigener Erfahrung bezeugen. Wir wissen es, wir leben im 21. Jahrhundert und es ist ein rasantes Tempo, das wir fahren. Jeder von uns sind immer am Start. Seit 2007 hat sich unser Leben auch nochmal ganz, ganz bedeutend verändert. Wer weiß, was 2007 war? iPhone. Richtig, Steve Jobs hat das iPhone vorgestellt. Im gleichen Jahr ging Facebook online. Im gleichen Jahr hat der Nachrichtendienst Twitter seine Dienste begonnen. Und seither, wer kann sich noch erinnern? Ja, viele von uns. Seither sind wir 24/7 vernetzt mit allen Leuten, haben
Zugriff auf alles Wissen der Welt. Wir haben es in der Hosentasche. Das ist ja auch cool, das ist ja auch toll. Was wären wir ohne Google Maps zum Beispiel? Wer kann denn überhaupt noch Landkarten lesen? Ja, genau. Sehr gut. Es ist tolle Errungenschaften und trotzdem sind wir immer busy. Unser Leben hat ein hohes Tempo. Ein Termin jagt den anderen. Wir haben soziale Verpflichtungen, wir haben berufliche Ziele, die wir verfolgen wollen und auch direkt online posten können, wenn wir sie erreicht haben. Und wir sind umgeben von Leuten, denen es letztendlich genauso geht, die genauso viel im Außen sind, 24/7. Und die genauso ein schnelles Leben führen wie wir. Aber es sind eben nicht nur die Geschichtenerzähler, die so eine Story erzählen, wie von dem Reisenden, der durch den Dschungel reist, sondern es sind auch Experten aus der Forschung, aus der Psychologie, aus der die sich um psychische Gesundheit handeln, die sagen, dass unser Lebenstempo auf gefährliche Weise aus Kontrolle geraten ist. Und diese Experten aus der Psychologie haben sogar eine Bezeichnung dafür, haben ein Wort dafür, denn sie sagen, also diese permanente Geschäftigkeit, diese Rastlosigkeit ist eigentlich eine Krankheit. Ist eine Hetzkrankheit. Sie nennen diese Krankheit Hurry Sickness. Und sagen, dass wir eigentlich unter einer Tyrannei des Dringlichen leiden. Das alles ist so super wichtig und immer alles jetzt sofort. Und ganz ehrlich, also nur, dass ihr es wisst, ich zeige dann nicht mit dem Finger auf irgendjemanden. Alles, was ich heute sage, kann ich für mich selber abhacken, weil ich es aus meinem eigenen Leben kenne. Hurry Sickness ist ein offizieller Begriff, also so eine Hetzkrankheit, eine Eilkrankheit. Wenn ihr eine Definition wollt, ich würde euch gerne eine vorlesen. Vielleicht kennst du sie ja aus dem Leben deiner WG-Mitbewohner oder vielleicht aus deinem eigenen. Hurry Sickness. Ein Unwohlsein, bei dem man das Gefühl hat, chronisch unter Zeitdruck zu stehen, sodass man dazu neigt, jede Aufgabe schneller zu erledigen und bei jeder Art von Verzögerung nervös wird. Maya Friedman schreibt, Hurry Sickness, ein ständiger Kampf und unablässiger Versuch, in immer kürzerer Zeit immer mehr Dinge zu erledigen oder zu erreichen oder an immer mehr Ereignissen teilzunehmen. Wir kennen so ein bisschen so Tendenzen aus dem eigenen Leben. Ja, also ganz kleine Beispiele. Du stehst vor der Kasse in der Schlange und du schaust, welche Schlange ist kürzer? Wo könnte ich hin, damit ich schneller bei der Kasse durchgehe? Oder auf der Autobahn, beim Autofahren, du schaust, wechselst ständig die Spur, weil du denkst, irgendwie, ja, links könnte es jetzt schneller gehen und du gibst nochmal Gas. Multitasking, yes. Ja. Du schaust einen Film an, währenddessen schreibst du aber mit einer Freundin oder mit einem Freund und stöberst noch locker auf Zalando nach den neuen Schuhen, die du dir kaufen willst. Oder du sitzt Multitasking, sitzt in der Besprechung. Konsti, du musst kurz wegschauen, weil ich spreche von mir. Du sitzt in der Besprechung, bist mit einem Ohr in der Besprechung und mit der anderen Gehirnhälfte beantwortest du Mails oder Teams oder WhatsApp. Multitasking. Rastlosigkeit bedeutet auch, du gehst spät ins Bett, weil es gibt einfach so viele, viele wichtige und gute Serien auf Netflix, die unbedingt geschaut werden wollen. Stehst aber deswegen auch nicht spät auf, sondern stehst auch früh auf, bist aber hundemüde, aber mit Koffein durchstehst du den Tag schon. No problem. Oder du bist in den sozialen Medien, du schaust auf Instagram und vergleichst dich unbewusst. Wo steht eigentlich hier der Schulkamerad von damals im Leben? Wie kann ich mich einordnen? Bin ich da auch schon? Bin ich vielleicht schon weiter? Muss ich mich eventuell beeilen, um anzukommen? Man könnte die Liste noch fortsetzen. Rastlosigkeit ist nicht nur in erster Linie, dass der Kalender halt voll ist. Es ist vielmehr eine innere Haltung von, wie manövriere ich mich durchs Leben? Und das Tückische dabei ist, bei diesem Gefühl, sich beeilen zu müssen, ich muss mich beeilen, ist ja nicht, dass sich das Gefühl per se schlecht anfühlt. Es ist ja nicht einfach so, dass sich nur blöd anfühlt. Das Gefühl, sich zu beeilen, suggeriert, es löst halt eine Stressreaktion in deinem Gehirn aus. Und es suggeriert dir das Gefühl, dass du vorankommst, dass du weiterkommst im Leben. Und wenn du weiterkommst, weil du beschäftigt bist, bist du auch wichtig. Stillstand ist gefährlich. Langsam sein ist auch gefährlich. Du musst schnell sein, sagt die Rastlosigkeit. Das Ding ist, dass wir für diesen Lebensstil der Rastlosigkeit
einfach einen Preis bezahlen. Und der Preis ist ziemlich hoch. Der ist wirklich hoch. Denn Rastlosigkeit tötet. Rastlosigkeit tötet dein inneres geistliches Leben. Es tötet Beziehungen. Denn Liebe braucht Zeit. Wer rastlos ist, hat keine Zeit. Rastlosigkeit tötet Freude, Dankbarkeit und Wertschätzung. Weil Menschen, die es eilig haben, die haben überhaupt keine Zeit, das, was sich gerade einfach, was gerade im Moment stattfindet, wahrzunehmen. Du rauschst halt durch. Rastlosigkeit tötet Weisheit. Weisheit wird in der Stille geboren, wird in der Langsamkeit oder ja, im Langsamsein geboren. Die Weisheit hat ihr eigenes Tempo. Die Weisheit lässt dich auch manchmal warten. Sie lässt dich warten, bis die innere Stimme Gottes, das ist manchmal ein Flüstern, dass du, wenn du hektisch durchrauscht, eben nicht hörst, bis die innere Stimme Gottes an die Oberfläche kommt. Ich glaube, Rastlosigkeit tötet wirklich alles, was uns lieb und teuer und wertvoll ist. Echte Spiritualität, echtes Verwurzeltsein in Gott, tiefe Beziehungen, auch tiefes Arbeiten, Deep Work, dass du dich nicht mal für, dass du dich mal für länger als 10 Minuten auf eine Sache konzentrieren kannst und einlassen kannst, ohne dass das Handy vibriert oder dass am Bildschirm irgendwie eine Mail-Funktion auftaucht oder dass du das Bedürfnis hast, nachzuschauen auf Social Media, ob was kam oder einfach ja, deine Aufmerksamkeitsspanne nicht ausreicht. Rastlosigkeit tötet Gesundheit, innere Gesundheit, Ehe und Familie und Großzügigkeit. John McComber, von dem ich einiges übernommen habe für den Talk heute, schreibt in seinem Buch über Rastlosigkeit, dass Rastlosigkeit umherläuft in unserem Leben wie ein Raubtier. Und Carl Gustav Jung, Schweizer Psychiater, fantastisch, Begründer der analytischen Psychologie, sagt, festhalten, Hurry is not from the devil, it is the devil. Wow. Eile ist nicht nur eine Strategie vom Feind, sagt Carl Gustav Jung, es ist der Feind. Eben weil es raubt. Und ich möchte dich fragen, wie sieht es bei dir aus? Wie ist dein Lebenstempo? Wie rasant oder wie langsam bist du unterwegs? Wie gehst du durchs Leben? Ich glaube, ein ganz, ganz zentraler Weg aus diesem Lebensstil der Rastlosigkeit rauszukommen und um diesen Garten zum Blühen zu bringen, ist, dass wir regelmäßig ausbrechen aus dieser Rastlosigkeit, aus dieser Hetze. Und ich möchte euch ganz ehrlich sagen, für mich ist der Weg, der für mich super gut funktioniert und wo ich merke, das ist ein riesiger Schatz, ist, dass ich mich persönlich zurückziehe in die Stille. Also ein persönlicher Rückzug aus dem normalen Alltag, aus dem normalen Leben und mich in die Stille wage. Das ist für mich die Antwort auf diesen Lebensstil. Weil, also ich habe vorher gesagt, ich kann das alles für mich unterschreiben. Ich kenne das alles saugut aus meinem Leben. Und für mich ist Stille die Antwort und die, ja, letztendlich der Schlüssel, da immer wieder rauszukommen. Darf ich dich fragen, wann warst du das letzte Mal an einem Ort, in einem Raum, wo es einfach still war, wo du alleine warst? Also jetzt nicht letzte Nacht, wo du geschlafen hast, alleine im Zimmer warst, sondern wo du wach warst, aber wo du für längere Zeit einfach alleine warst und nichts getan hast, wo es still war, wo auch keine Musik gelaufen ist. Wann war das letzte Mal? Und wie ging es dir dabei? Vielleicht kannst du dich gar nicht erinnern. Ich möchte Werbung machen, wirklich, ich möchte werben für Stille. In der Stille wird uns nämlich die Möglichkeit gegeben, ganz, ganz fantastisch, dass wir letztendlich das, was uns wichtig ist, die Parameter im Leben, unsere Werte, wie wir auf unser Leben schauen, also auf das, was uns gegeben ist, auf unsere Beziehungen, auf unsere Familie, auf unsere Arbeit, auf unser Menschenbild, letztendlich auch auf unser Gottesbild, dass wir das in der Stille neu kalibrieren. Wieso? Weil du einen ganz anderen Blick dafür bekommst, als wenn du durchs Leben rauscht und das oft gar nicht mehr wahrnehmen kannst.
Stille zu suchen, ist für mich deutlich mehr, viel mehr als irgendwie so ein geistliches Wellnessprogramm oder eine Selbstfürsorge. Deutlich mehr. Es ist für mich und für mein Leben, für mein geistliches Leben, absolut lebensnotwendig. Ich habe es viele Jahre eben nicht gemacht, weil ich es total schwer fand, weil ich eigentlich der Stille ausgewichen bin, weil ich es mir nicht zugemutet habe, das auszuhalten, die Stille. Und ich finde es immer noch schwer. Es ist auch nicht so, dass ich sage, wow, es ist das Einfachste der Welt. Nee, es ist manchmal überhaupt nicht einfach, aber es ist lebensnotwendig. Ohne Einsamkeit, dass du einfach mal alleine sein kannst, ohne Stille, ich glaube, dass es praktisch unmöglich ist, ein geistiges Leben zu führen. Glaube ich wirklich. Ich glaube, dass wir das Leben mit Gott nicht ernst nehmen, wenn wir der Stille in unserem Leben keinen Raum geben. Wenn wir uns keine Zeit dafür nehmen, alleine zu sein, zusammen zu sein, alleine mit Gott. Wenn wir das nicht tun, wisst ihr, was dann passiert? Ich glaube, also zumindest kenne ich aus meinem Leben, wir malen uns ein riesiges Fadenkreuz hier auf unser Herz und machen uns total schnell zum als verfügbares Ziel für den Versucher. Wieso? Weil du, ich habe es gerade schon gesagt, weil wir im lauten Leben leben und weil die Stimme Gottes oft ein Flüstern ist. Der Lärm in der äußeren Welt, also der Lärm einfach in unserem ganz normalen Alltag, macht uns häufig taub für die Stimme Gottes in unserem Inneren. Wisst ihr, wer den Lärm auch kannte? Das ist immer die richtige Antwort. Jesus. Es gab einen Religionslehrer, der hat immer extra Punkte vergeben, wenn jemand bei einer Religionsschulaufgabe Jesus hingeschrieben hatte. Ja, Jesus zählt immer, also gab es schon einen extra Punkt. Also, gut, okay. Das nur am Rande. Jesus kannte den Lärm der Welt auch und er wusste sehr wohl genau um diese Gefahren, um diese Tendenzen, dass es total gefährlich ist, sich im Außen zu verlieren. Und das ist eigentlich schön. Es gibt viele, viele Stellen, wo beschrieben wird, dass Jesus sich rausgenommen hat aus den Menschen. Der war ja echt war ja immer unter Leuten und bekannt und Leute kamen zu ihm und wollten ihn berühren. Und wenn er dann irgendwie in eine Ortschaft kam, hat sich eine Menschentraube um ihn gesammelt. Kannst du dir das vorstellen? Muss gar nicht so wahnsinnig angenehm gewesen sein. Deswegen ist er in aller Frühe, als es noch dunkel war, rausgegangen, aufgestanden und an einen einsamen Ort gegangen, um zu beten. Es gibt ja auch die Stelle, bevor Jesus sein Wirken begann, dass er sich 40 Tage zurückgezogen hat in die Wüste, um sich vorzubereiten. Er ging in die Wüste und ich will dich auch einladen, mal in die Wüste zu gehen. Die Wüste ist ja oft eher, das verbinden wir ja eher mit nicht so ganz positiven Begriffen und Bedeutungen. Wüste ist oft so ein einsamer Ort oder ein abgelegener Ort. Wüste kann auch ein trostloser Ort sein oder fernab. Vielleicht ist es auch ein ruhiger Ort, ist auch mal schön. Aber es ist auf jeden Fall wild und es ist einöde. In der Wüste passiert nicht so viel. Aber die Wüste in der Bibel ist häufig auch der Ort der Begegnung, genauso wie der Garten. Wüste ist ja eigentlich das Gegenteil von diesem Garten. In der Wüste blüht nicht so viel, da gibt es kein Wasser. Und trotzdem wählt Gott häufig auch die Wüste als Ort der Begegnung. Zum Beispiel Mose am brennenden Dornbusch. Gott begegnet ihn dort und Mose bekommt den Auftrag. Das Volk Israel zieht 40 Jahre, wodurch? Durch die Wüste, um später ins Gelobte, ins verheißene Land zu kommen. Johannes der Täufer zieht raus in die Wüste, um dort den Weg des Herrn zu bereiten und viele Menschen, tausende von Menschen kamen raus, um ihn zu hören. Jesus selbst hat sich in die Wüste zurückgezogen, um sich auf sein mächtiges Wirken vorzubereiten, wurde aber dort zur Probe gestellt. Wüste geistlich gesehen ist ganz, ganz häufig auch der Ort, der zwar nicht angenehm ist, aber der dazu beiträgt, dass du ausgerüstet wirst, vorbereitet wirst und ist ein Ort der Begegnung. Und vielleicht bist du auch gerade in einer Wüste, vielleicht ist dein Leben gerade stickig, heiß, sandig und nicht angenehm. Es kann sein. Dann lade ich dich ein, in diese Wüste zu gehen und Raum zu machen für diese Begegnung mit Gott.
Und ich glaube, dass deine Wüste im Leben sich auch zu einem blühenden Garten wandeln kann. Ein blühender Garten, aus dem Ströme des Lebens fließen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es gibt auch so das Konzept von einem Wüstentag. Wer hat das schon mal gehört? Wüstentag. Manche christlichen Werke tun das oder manche Klöster oder manche Menschen sagen, einmal in der Woche oder einmal im Monat nehmen wir diesen einen Tag und lassen die Arbeit ruhen und ziehen uns zurück nur fürs Gebet. Das ist ein Wüstentag. Vielleicht möchtest du das ja mal machen. Einfach mal ein halbes Jahr auszuprobieren, wie wäre es, wenn ich einmal im Monat einen Wüstentag nehme, wo ich nichts tue, außer ja, schauen, ob Gott mir begegnet, wo ich mich zurückziehe, wo ich nicht besonders aktiv bin. Das ist ein Ausbrechen aus dieser Rastlosigkeit. Also, wir haben diesen Garten und dieser Garten ist ein Bild für unser Leben mit Gott. Und es ist erstmal total unverzweckt. Es hat überhaupt nicht unbedingt einen Nutzen. Es muss gar nicht irgendwie groß was rausspringen. Oft fragt man ja, okay, du betest. Und was bringt dir das? Was bringt dir das Gebet? Was bringt dir das Gebet? Ja, vielleicht bringt es gar nichts. Vielleicht bringt das Gebet gar nichts. Vielleicht muss es auch gar nichts bringen. Es ist wie in einer Beziehung. Wenn du verheiratet bist, fragt man ja auch nicht, also was bringt dir jetzt die Ehe, dass du jetzt hier mit der Froni verheiratet bist? Was bringt dir das? Liebe fragt doch nicht nach einem Nutzen in erster Linie. Es geht um Gemeinschaft, um Zusammenhalt, um Vertrauen, um füreinander da zu sein. Und das ist auch Gebet, füreinander da zu sein. Das ist unverzeckt. Geistliches Leben ist schön, und ist Ort der Begegnung und ein Ort der Fruchtbarkeit, aus dem, ja, wo wir auch Früchte ernten dürfen. Und es ist auch ein Ort, beziehungsweise dieser innere Garten muss auch kultiviert, bebaut werden. Kultiviert und bebaut. Und darüber soll es jetzt im letzten Part noch gehen. Also so ganz konkret, wie können wir denn beten? Ist es jetzt muss ich jetzt irgendwie ein bestimmtes Gebet sprechen, um zu beten oder mich besonders hinstellen? Dritter Punkt heute ist einfach beten, einfach ein paar ganz praktische Tipps aus meiner Erfahrung, was mir hilft, wovon ich glaube, dass es hilft, ein geistiges Leben zu kultivieren. Das Schöne ist, dass es den Jüngern auch so ging. Es gibt nicht so viel Bericht darüber, was die Jünger Jesus gefragt haben. Wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, ich hätte Jesus viele Fragen gestellt. Aber von den Jüngern wird nur berichtet, dass sie eine Frage gestellt haben. Welche war das? Laut? Lehre uns zu beten. Genau, das war die Frage. Die Jünger sahen Jesus beten und sagen, wow, so wie der das macht, haben wir das noch nicht gesehen. Jesus, erklär uns das. Thomas Merton, ein Mystiker, ein Glaubensmann, schreibt über Gebet lernen, wenn ihr ein Leben des Gebets wollt, so führt der Weg dahin übers Beten. Ah, okay. Also wir lernen beten, indem wir beten. Das Ding ist, okay, wie lernt ein Mensch? Kurze Frage, wie lernt ein Mensch? Ein Mensch lernt in erster Linie nicht über den Verstand, sondern über das Tun. Also ich glaube, da wird mir jeder Pädagoge zustimmen. Kinder lernen in der Regel nicht, weil du es ihnen gut erklärst. Oder ich weiß nicht genau, wenn ich jetzt dir beibringen sollte, wie die Akkorde gehen auf der Gitarre, C-Dur, G-Dur, A-Moll und F und Pentatonik-Lagen, kann ich dir das zwar 2 Stunden in der Theorie erklären, wenn du aber selber nicht die Möglichkeit hast, das auszuprobieren, wirst du danach genauso gut oder genauso schlecht Gitarre spielen wie vorher. Wird dir gar nichts bringen. Oder wenn du, wie war das nochmal damals, als man Französisch lernen musste? Ah, schon vergessen, verdrängt. Oder irgendeine Fremdsprache. Ja, ist schon auch wichtig, die Theorie zu verstehen und die Grammatikregeln und so weiter und die verschiedenen Fälle. Aber letztendlich bringt es dir nicht, wenn dir deine Lehrerin die 500 Vokabeln vorliest, sondern du musst sie selber sprechen, du musst sie selber lernen. Du musst letztendlich mit Leuten sprechen. Du musst es tun. Du musst es tun. Und das gilt auch für das Gebet. Oft denken wir beim Gebet, ist es ja so, wenn da irgendwie ein gesalbter Mensch ist, der vielleicht ein Gebetsleben hat und der betet dann für mich, dann kommt es auf mich, dann kommt es in mich hinein, diese Gebetsfähigkeit, ganz übernatürlich.
Ich glaube, dass es beides ist. Ich glaube schon auch an dieses Gebet und diesen Segen, aber letztendlich müssen wir es selber auch tun und einüben. So ein innerer Garten wächst in der Regel nicht automatisch, sondern muss beständig kultiviert werden. So, deswegen jetzt 5 praktische Hinweise, wie dieses Kultivieren gelingen kann. Erstens, nur wenn das geistliche Leben, also nur wenn dein geistliches Leben, deine Zeit mit Gott eine Struktur hat und seinen Platz im Leben findet, also ganz, wirklich ganz konkret seinen Platz im Leben findet, irgendwie auch in deinen 168 Stunden, die du in der Woche zur Verfügung hast, nur dann findet es nicht statt. Ich glaube, wenn es nicht drin ist, dann wird es auch nicht stattfinden. Also klar, es gibt ja wie in jeder Beziehung, gibt es ja auch so spontane Begegnungen, dass man sich auf der Straße begegnet und dann geht man spontan einen Kaffee trinken. So etwas gibt es auch im geistlichen Leben. Aber in der Regel, ja, Beziehungen, die man nicht regelmäßig pflegt mit Freundschaften, gehen meistens nicht auseinander, weil man sich so hart streitet oder im Konflikt ist, sondern weil man sich aus den Augen verliert, wenn man sich nicht die Zeit nimmt. Das Gleiche gilt für dein geistliches Leben. Wenn es keinen Rahmen hat, keinen Raum, auch keine Regeln, dann wird es eingehen und verkümmern. Für mich gilt die Regel, wenn ich alleine bete und einfach eine stille Zeit habe, wenn man so will, gibt es für mich eine Regel, und zwar, dass ich mein Handy ausschalte, weil es mich so anzieht, weil es mich so enorm anzieht, dieses blöde Handy, dass es, ja, allein wenn es im Raum ist, vielleicht kennst du das, die Aufmerksamkeit ganz unbewusst geht trotzdem dahin. Ich muss es ausschalten, ich muss es weglegen. Ich war kürzlich ein paar Tage im Kloster und ich hatte da zwar schon mein Handy dabei, aber ich habe mir da auch 2 Tage genehmigt, wo ich das Handy nicht hatte, wo es aus war. Und das ist echt ein Unterschied. Es ist eigentlich so krass, wir leben erst seit ein paar Jahren mit dem Handy, aber wir sind so krass damit verwachsen, dass es uns so schwer fällt, es abzugeben. Aber wenn wir es dann abgeben, dann fehlt es uns doch nicht. Dann tut es uns eigentlich gut. Also Zeit und Raum für dein geistliches Leben ist das Zentrum. Gebet zu einer Gewohnheit und zu einer regelmäßigen Übung zu machen, ist der Weg. So, aber es geht jetzt nicht darum, dass du in deinem übervollen Kalender noch irgendwo eine halbe Stunde reinpresst und noch mehr Druck hast, durchs Leben zu kommen. Das ist nicht damit gemeint. Einfach ganz konkret. Ich brauche schon echt ein paar Momente, bis ich überhaupt mal runterfahre und der Körper zur Ruhe kommt und meine Gedanken sich ein bisschen beruhigen. Und das geht bei mir nicht in 5 Minuten. Ich brauche da auf jeden Fall 6 Minuten. Nein, oder einfach 10 und 15. Es dauert einfach ein bisschen. Vielleicht geht es dir da ähnlich. Und deswegen, hey, nimm dir doch einfach mal 20, 30 Minuten Zeit und nimm dir vor, und das ist eigentlich schon fast der zweite Punkt, nimm dir doch diese 30 Minuten und geh da mal rein mit dieser Haltung und Erwartung, Regel an dich selber, dass du es nicht bewertest. Dass du nicht innerhalb der nächsten 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten sagst, oh, ich bete heute echt voll unkonzentriert. Ich bin überhaupt nicht da, das war nix. Gott ist auch nicht da, es ist echt voll langweilig. Oder halt, dass du unzufrieden mit dir bist, dass du ständig irgendwo bist und nicht wirklich diese innere Andacht aufbringen kannst. Dieses religiöse, geistliche Gefühl ist vielleicht gar nicht so wichtig. Es darf einfach eine zweckfreie Zeit sein. Ohne Resultat, ohne dass irgendwas rausspringt. Aber wir haben oft so ein anderes Bild, was Gebet betrifft. Wir denken, okay, wir beten und dann muss auch A und B und C folgen. Frag in deinem Gebet nicht nach dem Resultat, sondern schenk es einfach Gott. Leg es ihm hin. Es darf eine Zeit sein, die sich nicht rentieren muss. Ja, du wärst vielleicht produktiver, wenn du deine Sachen abarbeitest, das ist ganz klar. Aber Gebet muss nicht unbedingt einen Zweck erfüllen. Das ist ähnlich wie im Lobpreis. Mit welcher Haltung gehst du in den Lobpreis? In so eine Lobpreiszeit, wie wir die vorher hatten. Gehst du rein, um zu empfangen von Gott? Oder gehst du rein, um Lobpreis zu geben? Kannst du ja mal darauf achten beim nächsten Mal. Beides ist ja in Ordnung, wir müssen ja auch und dürfen von Gott empfangen. Aber Lobpreis ist für mich in erster Linie, ich komme, um Gott was zu geben, um Gott zu dienen, um meine Knie zu beugen und mit dem Mund zu bekennen, wer er ist. Lobpreis, ganz simpel ausgedrückt, sagen, wie Gott ist. Das heißt, ich bringe Gott was. Und ob sich es dann danach für mich besonders toll angefühlt hat, ist total zweitrangig.
Es ist wunderschön, wenn Gott uns begegnet im Lobpreis und uns segnet und uns erfüllt. Aber ich möchte dir die Einladung geben, den Drang zu widerstehen, dass sich deine stille Zeit irgendwie rentieren muss. Zieh es mal ein paar Wochen, ein paar Monate, vielleicht auch ein Jahr durch und bewährt es dann. Und lass dich mal fallen in diese uralte Tradition, die seit tausenden von Jahren praktiziert wird bei Christen, in Stille einfach zu beten. Ein Zitat von Teresa von Avila, das manche von euch vielleicht auch kennen, aber einfach so schön finde, geht es auch nochmal um dieses zweckfreie, einfach bei Gott sein. Das ist ja Gebet. Teresa von Avila schreibt, denn meiner Meinung nach ist inneres Beten nichts anderes als verweilen bei einem Freund. Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft alleine zusammenkommen. Einfach, um bei ihm zu sein. Weil wir sicher wissen, dass er uns liebt. Weil wir sicher wissen, dass er uns liebt. Das ist doch hoffnungsvoll. Wir müssen Gott nicht irgendwie ins Ohr abkauen und beweisen, dass wir jetzt eine halbe Stunde beten, sondern es ist einfach ein Füreinander-Dasein. Drittens. Keep it simple. Stetig und einfach. Bete so, wie du kannst. Du musst nicht so beten wie, weiß ich nicht, ob du mal hier im Gebetsraum vorbeigeschaut hast und dann hörst du Missionare oder Flameschüler, wie die beten und dann ellenlang holen die aus und beten mit Bibelstellen und super tief rein und dann wird noch irgendwas prophezeit. Es muss gar nicht so sein. Es ist okay, wenn du, es ist herrlich, wenn es jemand macht, aber das kann auch einschüchtern sein. Es darf total einfach, es darf total ehrlich, es darf simpel sein, so wie Adam im Garten, der ist nackt. Adam im Garten ist nackt, zeigt sich einfach so Gott und es ist ihm nicht peinlich. Das ist deine Gebetszeit bitte nicht im Gebetsraum, aber bei dir zu Hause, da darf auch so sein. Du darfst dich einfach zeigen, wie du bist vor Gott. Du darfst simpel sein. Ja, jetzt gehen die Bilder los. Ja, genau. Ja. Vierter Punkt. Ablenkungen im Gebet sind am Anfang noch erlaubt und dann so nach 2-3 Wochen stetiger Übung eigentlich nicht mehr. Natürlich Quatsch. Ablenkungen sind absolut normal. Ich weiß nicht genau, wenn du dich manchmal frustrierst und denkst, oh krass, ich habe jetzt hier gerade einen Bibelvers gelesen, ich weiß schon gar nicht mehr, was da drin stand, ich habe es schon wieder vergessen. Oder deine Gedanken wandern und du sagst dir dann innerlich, komm, du bist hier zum Beten, jetzt reiß dich mal zusammen. Und nochmal. Ablenkungen sind absolut normal. Ich glaube, du kannst jeden hier fragen, jeden Gebetshausmissionar und alle Leute, die irgendwie in versuchen, ein Leben des Gebets zu führen. Es ist ja eher immer wieder ein Ausprobieren und ein Versuch, ist, dass Ablenkungen einfach das Normalste der Welt sind. Ich finde das einfach so tröstlich. Franz von Sales schreibt Folgendes und ich kann mich da absolut wiederfinden. Er schreibt, wenn dein Herz wandert oder leidet, bringe es behutsam an seinen Platz zurück und versetze es sanft in die Gegenwart Gottes. Das Herz versetzen in die Gegenwart Gottes. Das ist einfach ein schöner Ausdruck. Du kannst dein Herz versetzen in die Gegenwart Gottes. Immer wieder sanft zurückkommen, zu wissen, Gott ist da. Herz, du kannst selber zu deinem Herz sagen, Gott ist da. Und er schreibt weiter, und wenn du in deinem Leben, das ist echt, that's deep, und wenn du in deinem Leben nichts anderes getan hast, außer dein Herz zurückzubringen und wieder in die Gegenwart Gottes zu versetzen, obwohl es jedes Mal wieder fortlief, nachdem du es zurückgeholt hattest, dann hast du dein Leben wohl erfüllt. Also wenn Franz von Sales das schreibt, dann ist es auch, darf das für uns auch als Ermutigung gelten. Sei nicht streng mit dir, wenn du einfach immer wieder abgelenkt bist und immer wieder, ja, okay. Denk an das Zitat von der Teresa von Avila. Es ist einfach ein Verweilen bei einem Freund, der uns liebt. Manchmal holt er dich zurück. Das ist ein bisschen wie, ja, wenn du im Gespräch mit deiner Liebsten bist und mit deiner großen Liebe und die driftet irgendwie ab oder ihr verzettelt euch oder es geht schon wieder der Blick aufs Handy.
hol ihn zurück, sag, hey, wir wollten doch, hallo. Ähnlich ist es bei Jesus. Letzter Punkt. Die Schrift beten. Ich weiß nicht, ob du das manchmal machst, aber für mich ist das Wort Gottes, die Heilige Schrift, vor allem im Gebet ein extrem, extrem reicher Schatz. Du kannst natürlich die Bibel auch von vorne bis hinten lesen oder die einzelnen Briefe rausholen, das ist ganz klar. Aber ich will dir einfach mal Mut machen, eine Schriftstelle zu nehmen und wenn es nur ein Vers ist und mit diesem Vers ins Gebet zu gehen, in das Gespräch, in den Dialog mit Gott. Es kann zum Beispiel, wir machen das hier im Gebetsraum ganz, ganz eigentlich täglich auf gesungene Weise, aber du musst es nicht singen. Du kannst es einfach für dich ganz, ganz, ganz einfach beten, dass du zum Beispiel den Psalm 23 nimmst. Psalm 23 ist wahrscheinlich vielen bekannt, da geht es um diesen guten Hirten. Du kannst den ersten Vers, Vers 1 aus diesem Psalm nehmen, der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Und du nimmst für diese 10 Minuten, wo du mit dieser Schriftstelle beten möchtest, diesen Vers, du kannst ihn auch hinschreiben, irgendwie auf ein Blatt Papier. Und du kannst erstmal diesen Vers auf dich wirken lassen. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Und dann im zweiten Schritt kannst du Danke sagen und darauf reagieren und sagen, danke Jesus, dass du mein guter Hirt bist. Auch in der Situation, wo ich das vielleicht jetzt gerade gar nicht so wahrnehme. Aber ich will, und das ist dann der dritte Schritt, die Bitte, ich will das mehr erkennen. Bitte schenk mir diese Erfahrung, dieses Vertrauen, dass du in meinem Leben dieser gute Hirte bist. Und du kannst noch einen vierten Schritt machen, wenn du willst, dass du sagst, es ist eine Entscheidung und ich möchte jetzt diese Entscheidung treffen, dass ich nicht mehr auf meine eigene Versorgung, auf meine eigene Kraft, auf mein eigenes Wissen vertraue, sondern im Letzten auf dich und das sorgevolle Bangen und die Rastlosigkeit, die will ich erstmal ablegen und dir als meinen guten Hirten vertrauen. Und wenn du das mal einfach ein paar Minuten gemacht hast, wirst du merken, dass was passiert, dass diese Schriftstelle lebendig wird, dass sie nicht nur da drin toter theologischer Stoff ist, sondern dir ganz persönlich ins Herz hineinrutscht. Wie kannst du ganz einfach beten? Nimm dir Zeit und Raum, mach's konkret, vielleicht auch heute Abend. Schau mal auf deine Woche, auf deinen Monat und schau, wo du nicht nur Gebet reinquetschen kannst, sondern wo du Raum schaffen kannst. Du Raum frei machst. Manchmal ist es ja auch ein Opfer, dass man auf Sachen verzichtet, um Raum zu schaffen. Wie kannst du ganz einfach beten, indem dass du nicht bewertest? Bewerten ist eigentlich eh in vielen Belangen, auch in Beziehungen, oft eher schädlich. Gut, schlecht, richtig, falsch. Hör mal auf, dein Gebet zu bewerten, ob es jetzt irgendwie toll war oder nicht. Es ist ein Geschenk. Drittens, keep it simple. Halt es einfach einfach. So wie Adam im Garten, ganz, ganz bloß dich zeigen, wie du bist. Sag's in deinen Worten. Und wisse, dass Ablenkungen nichts damit zu tun haben, dass du ungeistig wärst oder halt einfach, dass du es nicht checkst, sondern dass es einfach ganz normal ist, es ist einfach menschlich. Ja, und geh nie alleine in die Gebetskammer, sondern nimm die Heilige Schrift mit, nimm die Bibel mit. Fang an, Gott in dieser Schrift zu begegnen. Wie der heilige Hieronymus sagt, wer die Schrift nicht kennt, kennt Christus nicht. Der Umkehrschluss ist aber, ja, wenn du Christus kennenlernen willst, dann geh rein in die Bibel und find raus, wer dieser Herr ist.